die heftigste Spielminute aller Zeiten. EA führt die grüne Karte ein und das beste Jugendtalent, was ich je gesehen habe. Servus oder so, nach langer, langer Zeit darf ich euch jetzt endlich begrüßen zur allerersten Folge der heftigsten Karrieremomente in FIFA 22. Ich habe mich durch hunderte von euren Mails durchgewühlt und habe dabei die interessantesten, witzigsten, heftigsten Screenshots von euch rausgeschickt. Großes Dankeschön geht da raus an jeden, der mitgeholfen hat. Sendet gerne weiterhin ein für weitere Folgen an derbernie@gmail.com. Über einen Daumen auf diese erste Ausgabe würde ich mich extrem freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke für weitere FIFA 22 Karrieremodus-Videos. Und damit gehen wir rein. Das ist ja sogar noch halbwegs normal. Man bekommt in der Jugendakademie einen Linksverteidiger, der auch Innenverteidiger spielen kann, trainiert ihn dann zum linken Mittelfeldspieler um und er springt auf einmal um 10 Gesamtstärken nach oben. Also 10 Gesamtstärken ist schon extrem viel. Nichtsdestotrotz, das kann man sich noch relativ realistisch erklären. Was jetzt in FIFA 22 aber immer wieder auftaucht, geht da definitiv meilenweit drüber hinaus. Da hast du dann so einen extrem beschissenen Torhüter mit einer 23er Gesamtstärke in der Fußballschule. Der hat zwar ein ultra heftiges Potenzial, aber jetzt schaut euch mal bitte seine Werte an. Das Einzige, was der kann, ist schnell laufen. Und woran liegt das? Ich würde sagen, das erkennt man relativ gut, wenn man dann seine restlichen Werte sieht. Und ihr habt mir das ja auch nicht nur einmal eingeschickt. Hier der gute Patrick Hills und seine Werte. Den kannst du halt eigentlich nicht gebrauchen. Wenn du ihn dann aber auf den rechten Flügel stellst, dann bekommt er ein Plus von 43. Noch mehr Beispiele. Guardado hat eine 32, kriegt ein Plus von 43, geht also bis auf eine 75 hoch als Innenverteidiger. Ist aber halt ein Keeper. Dieser Friedrich hier, auch ein Innenverteidiger eigentlich. Und bei dem ist halt jetzt noch das Allerbitterste, dass das das garantierte Megatalent vom MK Gaming ist. Also das, was man halt als Vorbesteller-Bonus erhält. Und er kann den jetzt im Prinzip einfach wegwerfen, weil Torhüter kannst du ja nicht umtrainieren. Wenn das jetzt ein Linksverteidiger wäre, wie der Typ vorher, dann ist es ja überhaupt kein Problem, aber ein Keeper muss ein Keeper bleiben. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr da machen würdet. Den Jugendspieler einfach loswerden oder halt doch auf dem Feld ausprobieren und schauen, was passiert. Im nächsten Bild von Marvin drehen wir das Ganze einfach mal um. Der Spieler heißt Marvin. Ich glaube, er trainiert Waldhof Mannheim. Das sollte das Trikot sein. Und eben jener Marvin, der 19 Jahre alt ist, kann jetzt einfach Stürmer, Torhüter, Torhüter und Torhüter spielen. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Leider hat der Marvin auch nichts mehr dazu geschrieben. Vor allem, dass da jetzt dreimal Torhüter dabei steht. Einmal hätte er vollkommen gereicht. Ich glaube, wir hatten sowas Ähnliches irgendwann schon mal. Aber in FIFA 22 halt noch nicht. Und es hat sehr gut zu dem von davor gepasst. Und deshalb wollte ich es mit reinnehmen. Aber das war noch absolut harmlos im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Glaubt mir, die Spieler können noch so viel mehr wegbacken. Bestes Beispiel ist dieser Lions Innenverteidiger hier. Der hat nicht nur eine 1er Gesamtstärke, sondern auch Tempo 1, Schießen 1, Passen 1. Also jeder Stat ist auf 1. 1 Stern Spezialbewegung, 1 Stern schwacher Fuß. Schlechter kann ein Spieler nicht sein. Hier bekommen wir auch noch mal ein paar mehr Infos zu dem Jungen. Jacob Lyons, 17 Jahre alt. Der hatte aber scheinbar mal eine 66er Gesamtstärke. Ist der einfach random irgendwann runtergesprungen, hat 65 Gesamtstärkepunkte verloren und hat jetzt auch einen Marktwert von minus 1, minus 1 Gehalt und minus 1 Monat Vertragsdauer. Also ich sag's ja, der Spieler ist komplett weggeglitscht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt da ein richtig, richtig gutes Talent und auf einmal passiert sowas mit dem. Ist schon ganz, ganz großer Abfuck. Im Intro haben wir das ja schon gesehen, aber wir schauen uns das nochmal genauer an. Die heftigste Spielminute aller Zeiten. Zunächst passiert nicht viel. Hoffmann führt mit 1:0. Gelbe Karte für Pieper. Auswechslung, 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 Auswechslung. Aber dann kommt die 87. Minute. Und da trifft erst Kunze, dann noch Schöpf. Also zwei Treffer von Bielefeld. Was ja an sich schon unmöglich sein sollte. Aber dann kommt auch noch Kramaric und trifft in der gleichen Minute. Einfach drei Tore in der 87. Spielminute. Also ich behaupte, das geht nicht. Das ist unmöglich in der Realität. Außer beide Teams wollten wirklich, dass es passiert. Klar, wenn man es miteinander abspricht, dann könnte man es umsetzen. Aber ansonsten, die Stefanie schreibt auch nur ultra geile 87. Minute. Vielen Dank für die Einsendung auf alle Fälle.
Und wir bleiben bei der Simulation, denn da hat EA jetzt seit neuestem die grüne Karte eingeführt. Wir sehen hier auch alle drei Kartenvarianten, weil Stergio in der 6. Minute vom Platz fliegt. Friedrich bekommt in der 40. gelb und in der 54. erhält dann Marin die grüne Karte. Jetzt ist die Frage, was bedeutet die grüne Karte? Schreibt gerne in die Kommentare eure besten Ideen rein. Und ich würde sagen, die lustigsten davon, die bekommen ein Herz von mir. Vielleicht ist es dann einfach so ein Freifahrtschein, dass man ab dann einfach machen darf, was man will auf dem Feld. Der Ike, der es eingesendet hat, schreibt auch, dass der später noch einen Elfmeter geschossen hat in der Partie. Also er durfte definitiv weiterspielen. Und es ist offensichtlich auch nichts Einmaliges. Beim Tim ist auch passiert mit Savic. Ich habe keine Ahnung, warum gelbe Karten jetzt grün sind. Steht in der E-Mail drin. Also ich bin sehr gespannt, was ihr da so für Ideen dafür habt. Dane Scarlett ist ja ein absolutes Megatalent. Verpflichte ich sau gerne im Karrieremodus. Der Typ könnte wahrscheinlich nicht nur in FIFA-Geschichte schreiben, aber hier ist er sehr gut unterwegs aktuell, hat 4 Tore geschossen. Der Wettbewerbsrekord in der Bundesliga liegt natürlich bei 41 Toren jetzt seit kurzem. Wegen Lewandowski Torprognose liegt bei 33 dadurch, weil er halt in 4 Spielen 4 Tore geschossen hat. Aber jetzt kommt's. In den letzten 5 Spielen hat er aber nur minus einmal getroffen. Wie zur Hölle geht das jetzt bitte, EA? Was ist das für ein seltsamer Bug schon wieder? Ich weiß, es ist jetzt nicht komplett crazy, aber das ist halt sowas, was mir sau oft eingeschickt wurde. Und ich glaube, ich hatte das auch schon in unserer FC Hansus Karriere. Ich hoffe, EA fixt das und ihr wisst jetzt, müsst ihr mir nicht mehr einschicken. Denn es wird natürlich alles nur einmal gezeigt, außer ihr habt nochmal eine Steigerung für zum Beispiel heftige Jugendtalente. Fabio Teixeira hier hat direkt zum Start einen Marktwert von 5,5 Millionen Euro. Das ist schon extrem heftig. Ihr habt mir sau viele mit 4 Millionen Euro geschickt. Aber das ist ja nochmal 1,5 Millionen Euro drüber. Lukas schreibt, dass der sofort Stammkeeper wurde, nachdem er ihn rausgezogen hat. Also so einen hätte ich auch gern mit dem FC Hansus. Startet mit einer 72er Gesamtstärke mit 17 Jahren, aber das allerbeste ist ja, wir setzen da nochmal einen drauf. Tim Bauer aus Österreich ist 6 Millionen Euro wert, direkt zum Start. Ihr habt mir viel eingeschickt, aber das war mit Abstand der krasseste. Der Spieler wurde von Smokey Checkerman eingeschickt. Also da stimmt wirklich alles, sogar der Name vom Einsender. Mich wundert jetzt so ein bisschen, dass der Tim Bauer nur eine 71 hat und der Keeper von vorher eine 72. Aber vielleicht wurden die Screenshots auch nicht sofort gemacht, sondern ein bisschen zeitversetzt. Außerdem kann es natürlich sein, dass Tim Bauer einfach das höhere Potenzial hat. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass da noch mal einer von euch einen draufsetzen kann. Dass einer von euch ein Jugendtalent findet, was mehr als 6 Millionen Euro wert ist. Aber falls doch, schickt es unbedingt ein. Und nach den heftigsten Jugendtalenten kommen jetzt die heftigsten Teams. Die Rubrik haben wir eigentlich schon immer in den Folgen, weil es einfach eine coole Möglichkeit ist, um eure Teams so ein bisschen zu präsentieren. Und wir beginnen heute mit dieser Mannschaft vom David beim FC Brentford im Jahr 2028. Es ist halt schon relativ standardmäßig, muss ich sagen. Also er hat halt die ganzen typischen Top-Talente dabei. Mbappé, Haaland, Chiesa, De Jong, Upamecano, Tapsoba. Die Bank ist auch noch richtig heftig besetzt. Aber man muss halt trotzdem festhalten, der schlechteste Spieler in der Startelf hat eine 93 und Mbappé sogar eine 99. Noch geiler fand ich das Team von Philipp. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt besser, aber bringt ein bisschen mehr Abwechslung rein und ist beim SC Freiburg. Den Stürmer zum Beispiel kenne ich nicht mal, an Dolcek. Ist das ein echter Spieler oder ein Jugendspieler? Vielleicht auch Regen. Das gleiche gilt für den Pino im rechten Mittelfeld. Oblak im Tor, gut, den kennt man. Diaz, Garcia, Max Aarons, also Rechtsverteidiger, ein Dicker als Linksverteidiger, Kapitän ist Zubimendi. Auch den kenne ich jetzt wieder nicht. Adeyemi auf eine 97 hochentwickelt. Das Team fand ich halt einfach nochmal so ein Stückchen interessanter. Und deshalb muss auch die Mannschaft vom Flo dabei sein. Der hat mir sogar extra den Startelf-Durchschnitt der Gesamtstärke ausgerechnet. Der liegt bei 93,72. Dilep eine 99, Friedrich eine 98. Die schlechtesten Spieler sind die Abwehrspieler Losada, Serra und Ibrahim. Das sind halt aber auch alles Spieler, die es nicht in der Realität gibt. Glaube ich zumindest mal. Die Bank ist richtig, richtig krass. Und er hat auch gleich die B11 dazu geschickt. Und selbst in der B11 hat der schlechteste Spieler eine 86. Also selbst mit der B11 würdest du höchstwahrscheinlich jedes Jahr die Champions League gewinnen. Er hat in der dritten deutschen Liga angefangen. Mittlerweile ist er im Jahr 2033. Die meisten Spieler sind Jugendspieler. Friedrich, Scully, Moreno, Haugsson, Mesic. Und die sind auch schon seit den Drittliga-Zeiten dabei. Ein paar Regens und so. Er hat 4-mal nacheinander das Triple gewonnen und auch jeden anderen Titel. Aber gut, mit dem Team wäre auch alles andere ein Witz.
Und jetzt haben wir noch ein paar Bonus-Screenshots. So Dinge, die ihr mir immer wieder eingeschickt habt, die ich einfach mal reinnehmen musste. Wir beginnen mit dem Goldstück hier. Doku soll Doku ersetzen. Was zur Hölle ist mal wieder mit den EA-News los? Also ich glaube kaum, dass er jetzt wirklich ein Doku verkauft hat und dafür ein Doku eingekauft hat. Das ist einfach mal wieder ein saudummer Bug. Das hier passiert auch immer noch. Ich glaube, das hatten wir die letzten Jahre auch schon. Wulfs verhindert De Gea-Sieg. Also da sind einfach die Textelemente vertauscht, weil natürlich eigentlich De Gea den Wulfs-Sieg verhindert hat. Das hier geht in eine ähnliche Richtung. Hermann trifft bei Ajax-Debüt, so weit, so gut. Aber am Ende steht dann irgendwas von einem 3-1-Sieg von Ajax Amsterdam gegen England. Und das ergibt natürlich wieder überhaupt keinen Sinn. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den Trophäen-Bug. Auch ganz oft gesehen bei den ganzen Mails. Die Siege der Conference League werden komischerweise immer mit dem Champions League-Pokal abgebildet. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren Bescheid geben, ob das immer noch so ist. Könnte auch sein, dass EA das mittlerweile gefixt hat, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und damit sind wir mal wieder durch für heute. Ihr merkt, es ist schon schwierig, da immer wieder neue Dinge zu finden. Deshalb kommen die Folgen auch ein bisschen seltener als früher. Ihr könnt natürlich gerne weiterhin einschicken. Am besten Dinge, die wir noch nicht hier hatten. Ich habe diesmal auch, glaube ich, ein Stückchen mehr Screenshots reingenommen als sonst meistens. Einfach um alles mit unterzubringen von allen Mails, die ihr mir von FIFA 22 eingeschickt habt. Bis jetzt, aber jetzt kommen natürlich auch wieder neue rein. Ihr wisst, der bernie@gmail.com. Einschicken ist angesagt. Ballert noch schnell einen Daumen rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Habe ich also endlich mal wieder so eine Folge aufgenommen. Ich weiß echt nicht, wie lange die letzte her ist. Aber kann es schon fast ein Jahr sein? Ich hoffe also, ihr habt das genossen. Es ist eine Seltenheit. Aber ihr kennt ja die Gründe hier. Das letzte Video, anderes Video. Ich bin raus für heute.